Ja, liebe Zuschauer, bei mir im Gespräch darf ich jetzt Andreas Seufert begrüßen. Er ist Braumeister hier in der Rhön. Herr Seufert, was ist denn so das Besondere am Rhöner Bier? Naja, also wir Rhöner Brauer, wir legen unheimlich Wert darauf, dass wir unsere Rohstoffe, wie nur, wenn nur irgendwie möglich, aus der Rhön auch beziehen. Ne? Und somit verhalten wir halt den Rohstoff und die Finanzen versuchen wir so gut wie möglich halt hier im Umlauf bei uns in der Region zu halten und vor Ort auch Arbeitsplätze zu schaffen. Jetzt hat man es ja gesehen, wie das Bier hier gebraut wird. Wie wird es denn heutzutage in der Brauerei gebraut? Also wie sind da die Vorgänge? Ja, also ich sage mal, je größer die Brauerei wird, desto weniger hat man natürlich noch einen direkten Blick aufs Produkt, sage ich einmal, weil alles natürlich aus Grund der Hygiene und der biologischen Stabilität des Produktes Bier halt immer mehr hinter verschlossenen Behältern stattfindet. Also da hat man, sagen wir, zumindest sinnlich nicht mehr so viel Möglichkeit teilzunehmen jetzt da hier im Kommunenbrauhaus. Wie aufwendig ist das auch, wenn man jetzt zu Hause oder in der eigenen Brauerei Bier braut? Also ich sage mal, heutzutage, wenn man halbwegs anständige Ausrüstung hat, sollte man es doch hinkriegen, dass man alleine schafft, ein Sud hinzukriegen oder Bier zu brauen, Brautag zu bewältigen. Und es ist hier halt quasi unmöglich. Da braucht man mindestens 4-5 Leute sonst. Wie lange dauert es normalerweise dann? Sagen wir so, zwischen 6,5 und 9 Stunden. Also nur die Würzeherstellung, weil der Bierprozess selber, das Brauen mit Gärung allen drum und dran, bis das fertige Bier in der Flasche ist, dauert ja schon bis zu 12 Wochen. Oder bei mir gibt es auch manche Biersorten, die ein halbes Jahr oder länger brauchen. Jetzt gibt es ja dieses neue Liederprojekt vom Halm bis zum Krug. Sie sind da ja selber auch mit dabei. Warum haben Sie sich da entschlossen, ja, als Brauerei da auch so mitzumachen bei diesem Projekt? Auch ohne persönlichen, sagen wir mal, Betroffenheit, sage ich mal, das schon erkannt habe, auch bevor ich schon eine Brauerei betrieben habe oder bevor ich als auch Brauer gelernt habe, war mir schon klar, wie wichtig Brauereien als Kulturträger sind, vor allem auf dem flachen Land. Wer hilft bei den ganzen Festen? Wer stattet die aus mit Garnituren? Wer organisiert das? Wer schafft die Bands teilweise ran? Wer unterstützt die Vereine? Das sind auch die Brauereien. Und mit den Brauereien ist es genauso eine Sache wie mit dem Metzger oder mit dem Bäcker, wenn der auf dem flachen Land verschwunden ist. Das fällt erst so richtig schmerzhaft auf, wenn er weg ist. Ne? Und bei den Brauereien ist es das Gleiche. Und das will ich halt, oder fand ich von Anfang an, deswegen fand ich von Anfang an unterstützenswert die Aktion, damit wir auch unser regionales Bier hier voranbringen und halt möglichst wenig Brauereischließungen uns erwarten. Oder am besten gar keine. Am besten brauchen wir noch Zuwachs an Brauereien. Okay. Ja, es heißt ja nämlich auch, wir sind Rhöner Bier und da sind ja viele Brauereien hier aus der Region vertreten. Ist das denn auch so, dass man untereinander sagt, okay, man arbeitet zusammen oder ist da auch manchmal so ein bisschen Konkurrenzkampf? Ich sage mal, es war sicherlich in der Vergangenheit nicht ganz so einfach. Da war schon die Konkurrenz, denke ich mal, einfach größer, aber mittlerweile, ich sage mal, im Endeffekt wir hier in der Region, wir ziehen ja alle am selben Strang und wir sind natürlich bedeutend kleine Lichter im Vergleich, was ich zu den großen, zu den Global Playern, zu den Konzernen, zu den Aktiengesellschaften, die versuchen sich auf der ganzen Welt durch Konzentrierungsprozesse noch größer und noch mächtiger zu machen und zurzeit einen wirklich üblen Preiskampf gerade in Deutschland aufgezogen haben. Und das sind natürlich die kleinen Brauereien, übelst unter Druck und von daher war es immer an der Zeit, dass die Leute sich zusammenfinden und ihre Kräfte bündeln. Ja. Ja, Herr Seufert, ich darf mich ganz herzlich bedanken und liebe Zuschauer, wir haben es gerade schon angesprochen, es gibt das Projekt Wir sind Rhöner Bier, dazu gibt es auch eine Internetseite www.wirsindrhönerbier und unter anderem gibt es dort auch ein Gewinnspiel und das sieht so aus. Servus, Jupp. Heute? Nee, kannst du vergessen. Wir machen doch bei der Bierfilmaktion mit. Kennst du nicht? Wir sind Rhöner Bier. Ja, da gibt es eh auch Freibier, wer den besten Film dreht. Eh, ja, wahrlich. Und dann machst du auch mit, das war mir klar. Ne? Also dann hau dich nach, ich muss weiter. Servus. So, machen wir das nicht, wir machen das ganz ja, anders. Ja, mach's besser wie ich. Brück endlich einmal euer Freibier aus, ihr Sportbrenner.